Lernst du vielleicht gerade auch Anatomie und musst die Dermatome lernen und bist am Verzweifeln, weil du diese immer wieder vergisst, dann bist du genau richtig, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du dir die zervikalen und thorakalen Dermatome langfristig und mit Eselsbrücken ganz einfach merken kannst. Los geht's! Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und erstmal sorry dafür, dass wir uns hier auf dem Kanal von Happy Hippocampus so lange nicht gemeldet haben. Es ist viel im Hintergrund passiert. Wir haben richtig coole Sachen auch für dich, die wir in einem der nächsten Videos dann auch preisgeben werden. Wir haben jetzt auch ein kleines Team aufgebaut und sind dabei, dieses Team auch auszubauen. Und deswegen nochmal Entschuldigung, dass es jetzt hier relativ lange ruhig war. Es wird sich in Zukunft ändern. Es wird wieder mehrere Merkvideos geben, Tipps zu Lerntechniken, wie du eben möglichst einfach und mit Spaß deinen ganzen Lernstoff bewältigen kannst. Aber heute eben geht's los mit dem Thema Dermatome, wie du dir die zervikalen und thorakalen Dermatome ganz einfach und langfristig abspeichern kannst. So, kurz vorweg, was ist überhaupt ein Dermatom? Ein Dermatom ist quasi ein Hautareal, das von einem Spinalnerv sensibel innerviert wird. Und wir gehen jetzt einfach die einzelnen Dermatome der Reihe nach durch und ich sage dir, wie du dir merken kannst, welches Hautareal wirklich von welchem Segment quasi innerviert wird. Ja, und wie schon angekündigt, in diesem Video soll es jetzt eben um die zervikalen und thorakalen Dermatome gehen. Zervikal kannst du dir merken, das heißt ja so viel wie Hals, also die Halsdermatome, und Thorax, also die Brustoberkörperdermatome. So, fangen wir also mit den Dermatomen an unserem Körper an und gehen die einzelne Reihe nach durch. Wenn du dich jetzt fragst, wieso gibt es keine Dermatome im Gesichtbereich, das Gesicht oder so das frontale Gesicht wird eben vom Trigeminusnerv innerviert und deswegen ist es an sich, das ist ja ein Hirnnerv, ist es kein klassisches Dermatom, weil es eben von Hirnnerven innerviert wird, dieser Bereich im Gesicht. So, noch ein kleiner Tipp, wenn wir jetzt die einzelnen Areale und die einzelnen Dermatome durchgehen werden, nimm dir entweder ein Bild her aus dem Internet oder vielleicht einen Anatomieatlas, wo du wirklich die Dermatome an dem Bild vor dir hast, dann ist es für dich nochmal einfacher, das, was ich erzähle, wirklich nachzuvollziehen und kannst auch gerne mal das Video zwischendurch stoppen, dir das an dem Bild in dem Anatomieatlas eben, wie gesagt, anzuschauen und nochmal zu verdeutlichen, weil dann wird es für dich, glaube ich, ja nochmal viel klarer, als wenn ich jetzt dir das nur erzähle und du nicht nochmal einen visuellen Input von dem Bild oder ähnlichem hast. Also fangen wir an mit den zervikalen Dermatomen. Da schon eine kleine Ausnahme, wo du dich vielleicht wunderst, wieso gibt es kein C1-Dermatom? Und der Grund, weshalb es eben kein C1-Dermatom ist, ist, dass C1 nur motorische Fasern enthält. Und wir merken ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben die sensibel innervierten Hautareale und nicht eben die motorischen. Und deswegen, weil C1 nur motorische Fasern enthält, gibt es quasi kein C1-Dermatom. So, fangen wir also an mit dem wirklichen ersten Dermatom, dem C2-Dermatom. Und dieses C2-Dermatom befindet sich am Hinterkopf, am hinteren Schädel. Und das ist eben das Hautareal, was von C2 sensibel innerviert wird. Wie merken wir uns das Ganze? Du hast vielleicht schon ein anderes Video von uns gesehen, wo wir dir erklären, wie du dir Ziffern und Zahlen ganz einfach merken möchtest. Und da ist das Prinzip so, dass wir uns jetzt für jede einzelne Ziffer ein Bild überlegen. Und dieses Bild oder diese Bilder für die entsprechenden Zahlen kann man sich einfach viel einfacher merken, als wenn man stupide sich diese recht abstrakten Zahlen einprägen würde. Okay, also wir überlegen uns jetzt, wie wir die 2, also C2, mit unserem Hinterkopf verknüpfen können. Und das könnte dann so aussehen, für 2 steht bei uns auch in den ganzen Merkvideos, in unseren Lernpaketen oder hier auf YouTube, steht die 2 immer für einen Geier. Und du kannst dir vorstellen, wie dieser Geier vielleicht dir voll an den hinteren Schädel voll dagegen fliegt oder der setzt sich in deine Haare da hinten am Hinterkopf und pickt dir die Haare raus. Und je emotionaler du dir diese Szene wirklich vorstellst, wirklich an deinem eigenen Körper am besten, umso langfristiger bleibt das Ganze dann wirklich auch hängen und du verwechselst das dann nicht und kannst es auch wirklich langfristig dann abspeichern und merken. Also wir stellen uns vor, wie am Hautareal an unserem Hinterkopf ein Geier dagegen fliegt. Dann das nächste Dermatom ist das C3-Dermatom und für die 3 verwenden wir immer als Bild einen Dreizack. Und du könntest dir jetzt zum Beispiel vorstellen, wie du diesen Dreizack als Kette oder Diadem um den Hals hast. Denn das C3-Dermatom befindet sich eben in dieser Halsregion. Und so kannst du dir merken, okay, der Dreizack um meinem Hals, der ja für die 3 steht, dort ist eben das Areal C3 bzw. das C3-Dermatom. Und am besten ist es wirklich, du kannst auch gerne mal das Video auf Stopp machen, dass du das wirklich
vor deinem inneren Auge abspielen lässt und das visualisierst. Denn es ist wirklich so, je besser du dir das visualisierst, umso langfristiger bleibt es dann auch hängen. Und außerdem ist eben sehr von Vorteil, wenn du das wirklich an deinem eigenen Körper dir überlegst. Du könntest prinzipiell auch die ganzen Bilder und kleinen Geschichten an einer Grafik oder an einem Bild mit den ganzen Dermatomen dir ablegen und überlegen, diese Bilder und kleinen Geschichten. Jedoch ist es wirklich aus eigener Erfahrung viel effektiver und besser, wenn du das wirklich an deinem eigenen Körper dir vorstellst und dann die Bilder dementsprechend auch verknüpfen mit den einzelnen, ja, Hautarealen. Ja, und für die einzelnen Buchstaben wie C3, C4, TH1 und so weiter brauchen wir nicht explizit ein extra Bild oder Eselsbrücke, weil, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, man kann sich das ableiten, dass TH für thorakal steht und das C eben für zervikal. Also merken wir uns wirklich mit den Bildern nur die einzelnen Ziffern und den Rest kann man sich dann eben ableiten. Okay, das nächste Dermatom ist eben das C4-Dermatom. Und für die Zahl 4, vielleicht kennst du es schon aus einem anderen YouTube-Video oder aus unserem Lernpaket, für die 4 verwenden wir immer einen Stuhl. Stuhl wegen 4 Beine. Man könnte auch zum Beispiel ein Auto nehmen mit 4 Rädern. Irgendwas, was uns eben an die Zahl 4 erinnert. In unserem Fall nehmen wir immer sehr gerne den Stuhl. Und jetzt geht es wieder darum, diesen Stuhl mit dem C4-Dermatom zu verknüpfen. Und dieses C4-Dermatom verläuft eben hier von der Schulter quer über unseren Brustkorb bis zur anderen Schulter, also hier so dieser Bereich. Und jetzt verknüpfen wir wieder den Stuhl mit diesem Bereich. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, wie hier zwei riesengroße Stühle, die ich vielleicht bei IKEA gekauft habe oder bei einem anderen Geschäft, und stelle mir vor, wie die schon hier oben auf meinen Schultern stehen und ich sink richtig ein, weil die so schwer sind und es tut vielleicht weh. Und wir sind schon total verspannt, weil die hier eben oben drauf stehen und so schwer sind. Ja, und ich weiß, du magst jetzt vielleicht die ein oder andere Szene irgendwie lustig oder komisch finden, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, je skurriler diese Bilder und kleinen Geschichten sind, umso besser prägt sich das dann wirklich in unser Gedächtnis ein. Und ich kann dir wirklich empfehlen, sich einfach mal darauf einzulassen und du wirst am Ende sehen, wie gut es einfach funktioniert. Okay, gehen wir weiter zum nächsten, zum C5-Dermatom. C5, wir möchten uns also wieder die 5 merken. Die 5, da verwenden wir immer die Hand, weil die Hand 5 Finger hat. Ja, und du könntest dir jetzt vielleicht vorstellen, wie du mit deiner Hand, also die ja für die Zahl 5 steht, hier dieses Areal an der Schulter, an der lateralen Schulter massierst und knetest, weil du da vielleicht auch verspannt bist und vielleicht Muskelkater hast. Und das ist nämlich genau das Areal hier an der lateralen Schulter, was eben dem C5-Dermatom entspricht. So, das nächste Dermatom befindet sich lateral an der Armbeuge und zieht dann am lateralen Unterarm bis runter zum Daumen. Und dieses C6-Dermatom kannst du dir so merken. Für 6 könntest du dir eine Schmuddelszene, das ist eine kleine Sexszene vorstellen, oder zum Beispiel einen Würfel, der 6 Seiten hat. Und du könntest dir jetzt vorstellen, wie dieser Würfel an der lateralen Armbeuge losrollt, deinem lateralen Unterarm entlang, was eben dem Hautareal entspricht, des C6-Dermatoms, und wie dieser Würfel am Daumen endet und du den Würfel zwischen Daumen und Zeigefinger festhältst. Und so kannst du dir eben merken, dass das Hautareal vom lateralen Unterarm bis vor zum kompletten Daumen geht. Und weil du den Würfel ja mit dem Zeigefinger und Daumen nimmst, kannst du dir noch merken, dass die laterale Seite vom Zeigefinger eben auch dem Hautareal für das C6-Atom entspricht. So, jetzt zum vorletzten zervikalen Dermatom, nämlich dem C7-Dermatom. Für 7 verwenden wir immer ganz gerne die 7 Zwerge, eben 7 wegen 7 Zwerge. Und jetzt gilt es eben auch wieder, diese 7 Zwerge mit dem C7-Hautareal zu verknüpfen. Ja, und das Hautareal von dem Dermatom C7 ist eben der mediale Teil vom Zeigefinger noch und, wie gesagt, der Mittelfinger und der laterale Teil vom Ringfinger. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie diese 7 Zwerge vielleicht unter dem Zeigefinger hochkrabbeln und versuchen sich da ja hochzuziehen am Mittelfinger, dass wir eben schon mal wissen, der Mittelfinger wird eben von C7 innerviert. Und zusätzlich, weil die vielleicht wieder runterrutschen, kannst du dir vorstellen, wie die sich an der Seite, an den anliegenden Fingern jeweils festhalten, damit wir eben wissen, dass die an den Mittelfinger grenzenden Hautareale von den beiden Fingern eben auch dazugehören. So, als letztes zervikales Dermatom haben wir eben noch das C8-Atom. Und bei uns ist es so, die 8 steht immer für eine Achterbahn. Und das entsprechende Areal dazu ist eben der kleine Finger, so dieses Areal und der angrenzende Bereich vom, ja, medialen Ringfinger. Also das Hautareal vom Dermatom C8 ist eben der kleine Finger und der mediale Teil vom Ringfinger. So, und wie können wir uns das Ganze merken? Indem wir wieder natürlich das Bild entsprechend zur Ziffer mit dem entsprechenden Hautareal verknüpfen.
Und das Ganze könnte so aussehen. Du könntest dir vorstellen, wie du vor Angst in der Achterbahn sitzt und dich links und rechts festhältst und dir dabei die äußeren kleinen Finger einklemmst und vielleicht noch einen Teil vom Ringfinger. Und so kannst du dir ganz einfach merken, C8 ist das Areal, kleiner Finger, den du dir in der Achterbahn eben einklemmst und der mediale Teil eben vom Ringfinger. So, weiter geht's mit den thorakalen Dermatomen. Und das erste thorakale Dermatom, das TH1-Dermatom, befindet sich hier am medialen Unterarm. Und wie gesagt, das TH, die Buchstaben brauchen wir uns nicht merken, weil wir wissen, es geht jetzt eben mit den thorakalen, mit den TH-Dermatomen eben weiter. Dass dieses Dermatom jetzt das TH1-Dermatom ist, können wir uns so merken, indem wir uns wieder für die 1 ein Bild überlegen. In unserem Fall nehmen wir für die 1 immer ein Gewehr. Damit kann man sich immer schöne Geschichten überlegen und kann wirklich irgendwie was passieren. Und du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie du dir aus Versehen vielleicht mit dem Gewehr hier einen Streifschuss am Unterarm verpasst. Und so kannst du eben merken, dass das TH1-Dermatom eben am medialen Unterarm sich befindet. Und hier ist es auch wieder wichtig, auch bei den ganzen anderen kleinen Geschichten und Bildern, auch wenn ich es nicht jedes Mal explizit nochmal erwähne, dass du dir das emotional mit Einzelnen vorstellst. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie dir dadurch, dass du dir mit dem Gewehr da in den Unterarm geschossen hast, dir der Arm sehr weh tut. Vielleicht läuft das Blut raus oder ähnliches. Also lass da deiner Fantasie freien Lauf und stell dir das wirklich möglichst gut und skurril und verrückt vor. So, im Folgenden werde ich jetzt nicht explizit die einzelnen TH2, TH3, TH4 Dermatome im Einzelnen beschreiben, weil die kannst du dir ganz einfach logisch herleiten, indem du einfach weiter höher am Körper wanderst, mediale Oberarm, dann die Brustregion und so weiter und dann absteigen nach unten zum Bauch hin. Was ich mir aber wirklich explizit einprägen würde mit Hilfe von einem Bild, ist eben TH5, das Dermatom TH5, weil es ganz gern mal in der Klausur oder Prüfung oder im Examen schon drangekommen ist und da lohnt sich dann, sich noch mal eine kleine Geschichte oder ein kleines Bild dazu überlegen. Das entsprechende Hautareal dazu befindet sich eben hier im Brustbereich, die Brustwarzen mit eingeschlossen. Und da können wir uns jetzt überlegen, wir haben ja vorhin schon die Ziffer 5 verwendet. Bei der 5 stellen wir uns immer eine Hand vor. Und so können wir für TH5 uns wieder die 5 vorstellen, also unsere Hand. Und wie wir vielleicht vor Kälte oder vor Schreck uns mit der Hand unsere Brust zuhalten oder an die Brust fassen. Und so kannst du dir merken, die Hand steht für die 5, also für TH5. Und das Areal, was dem Dermatom TH5 entspricht, ist eben dieses Brustareal eingeschlossen mit den Brustwarzen. Ja, und so geht es dann weiter. TH6 befindet sich dann weiter unten, unterhalb dem Brustbereich und so weiter. Und so steigen die einzelnen TH-Dermatome dann immer weiter nach unten hin ab, bis wir dann zum Beispiel wieder an dem markanten Körperpunkt angelangt sind, eben dem Nabel. Und das ist eben zum Beispiel auch ein Klassiker in der mündlichen anatomischen Prüfung, wenn dann gefragt wird, okay, welches Dermatom befindet sich im Hautareal des Nabels? Und das Dermatom, das sich dort befindet, ist eben das TH10-Atom. Ja, und hierfür gibt es eigentlich eine ganz einfache Merkhilfe. Wenn du dir die 10 vorstellst mit der 0, die 0 sieht auch so rund aus wie eben der Nabel. Und wenn du dann eben überlegst, okay, am Nabel, welches Areal war da, welches TH-Dermatom, dann kannst du überlegen, stimmt, der Nabel sieht so rund aus wie die 0. Und das Dermatom 0 gibt es natürlich nicht, also muss es das TH10-Dermatom sein. Und klar, du könntest dir in dem Fall auch wieder die 1 und die 0 in Bild umwandeln und das dann eben mit dem Nabel verknüpfen. Aber in dem Fall ist es, denke ich, das Einfachste, indem du dir merkst, die 0 erinnert dich an den Nabel oder umgedreht. Der Nabel sieht so ähnlich aus von der Rundung her wie die Ziffer 0 und du weißt dann eben, TH10 ist das Dermatom, das sich am Hautareal des Nabels befindet. Ja, und für die letzten beiden Dermatome, das TH11 und TH12 Dermatom, brauchst du, denke ich, auch keine extra Merkhilfe oder Eselsbrücke, weil es einfach ganz logisch ist, dass diese Dermatome sich dann einfach unterhalb des Nabels befinden, knapp unterhalb des Nabels dann eben TH11 und dann so knapp oberhalb der Leiste TH12. Ja, herzlichen Glückwunsch, das waren jetzt schon mal alle zervikalen und thorakalen Dermatome, die du dir so eingeprägt hast. Und am Ende jetzt ein kleiner Test, ob das auch für dich wirklich funktioniert hat. So, es könnte jetzt vielleicht sein, dein Prüfer in der Anatomieprüfung oder vielleicht eine Frage im Examen lautet, wo befindet sich das C3-Dermatom? Jetzt kannst du natürlich überlegen, okay, C3, C, das muss schon mal irgendwas am Hals sein, wegen C, zervikal. Du kannst überlegen, okay, C3, was haben wir uns für ein Bild für die 3 überlegt? Kannst selbst mal überlegen, genau, das war der Dreizack. Jetzt kannst du überlegen, wo an deinem Körper hast du irgendwas mit einem Dreizack dir überlegt? Dann kannst du durchgehen, war es am Gesicht? Nee, okay. Ach stimmt, wir haben ja den Dreizack uns um den Hals gebunden oder als Diadem umhängen gehabt. Also wissen wir, dass das Dermatom C3 sich am Hals befindet. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Wenn du jetzt gefragt wirst,
welches Dermatom befindet sich am Daumen? Dann kannst du nur überlegen, okay, was hast du dir am Daumen überlegt? Und du erinnerst dich vielleicht, ach stimmt, da haben wir ja den Würfel mit seinen 6 Seiten aufgefangen. Also muss es das Dermatom C6 sein. Ja, und noch ein kleiner Tipp, du kannst jetzt einfach nochmal nach dem Video für dich durchgehen, die einzelnen Hautareale und die Dermatome wiederholen, welche Bilder, welche kleinen Szenarien und Geschichten du dir überlegt hast. Und spätestens dann sollten wirklich die Dermatome, die zervikalen und thorakalen, wirklich langfristig in deinem Gedächtnis verankert sein. Und du wirst dann sicherlich die in der nächsten Prüfung, in der mündlichen Prüfung, wo du vielleicht aufgeregt bist, dann wirklich abrufen können, indem du dir dann einfach wieder die Bilder ja in Erinnerung rufst und dann den entsprechenden Dermatomen oder beziehungsweise Hautareale zuordnen kannst. Und wenn du jetzt fragst, okay, wo sind denn die ganzen anderen Eselsbrücken zu den anderen Dermatomen, zu den sakralen und lumbalen? Dazu wird es dann nächste Woche das Video geben und wahrscheinlich, wenn du das Video anschaust, wird das Video schon veröffentlicht sein und du kannst dir dann auch noch die restlichen Dermatome anschauen. Und außerdem gibt es noch in unserem Lernpaket ein Video dazu, wie du dir auch die ganzen Kennmuskeln zu den einzelnen Spinalnerven merken kannst. Das ist ja auch immer ein gern gefragtes Thema und gerne im Examen gefragt. Falls dich das auch noch interessiert und du da Eselsbrücken dazu haben möchtest, schau gerne auf unserer Homepage in unserem Lernpaket vorbei. Ja, und ansonsten, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Anatomielernen. Falls du sonst noch Anatomie-Themen hast, zu denen ich auch ein Merkvideo oder Eselsbrücken ja, mir überlegen soll und hier als Video hochstellen soll, dann schreib das gerne in die Kommentare. Schreib auch gerne, welche Erfahrungen du jetzt gemacht hast, ob das für dich geklappt hat. Ja, und viel Erfolg jetzt noch beim Lernen und bei deinen nächsten Prüfungen und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, ciao.